So, dann gibt es noch eine weitere Buslinie Richtung Ölplattform. Da haben wir sie. Da werden wir jetzt mal Richtung Farmindustrie fahren. Ja, die Straßen sind ein bisschen uneben. Ja, wir dürfen aber auch nicht vergessen, wir haben hier in unserer Republik sehr große Temperaturunterschiede. Ja, von plus 35 bis minus 20 Grad. Und nach einer gewissen Zeit geht das dann immer auf die Straßensubstanz. Ne? Das ist natürlich klar. Aber unsere Fahrzeuge sind sehr robust und halten das schon aus. Ja, wie man sieht, da sind auch schon ein paar ältere Modelle noch unterwegs. Die schaffen das. Kommen alle aus sehr guter Sowjetproduktion unserer Nachbarländer. So, jetzt kommen wir gerade in Farmindustrie an. Bei der Ölraffinerie. So, da steigen wir mal aus. Hier ist unser Gleisvorzug, der auch weitere Tunnels bearbeitet. Oh, da kommt ja auch schon der Zug an und dann wollen wir mal schauen, mit einem der Züge zum Pechweg zu fahren. Ich weiß nicht, inwiefern wir hier. Da haben wir keinen erwischt. Mal gucken. Na, es klappt nicht so, wie ich vorhatte. Sondern steigen wir mal so um. In einem anderen Spiel, das Transportfieber heißt, da kann man auch aus der Perspektive der Fahrgäste gucken. Wäre natürlich jetzt auch interessant gewesen, aber es geht auch so. Boah. Diese Brücke wurde hier extra gebaut, damit der Güterverkehr den wichtigen Personenverkehr nicht stört. Denn die Reisenden müssen innerhalb von 5 Stunden an ihrem Zielort sein, sonst haben sie keine Lust mehr und begeben sich sofort nach Hause. Ja, der Schienenbus, der fährt 80 Stundenkilometer. Wir könnten also die Reisezeit noch erheblich minimieren, wenn wir dort schnellere Züge einsetzen. Aber die sind natürlich auch wesentlich teurer. So im Jahre 2000, da werden dann umso mehr Strecken auch elektrifiziert. Ist ja auch ein teures Unterfangen. Und wir versuchen bis dahin unsere Eisenproduktion aufzubauen, bis dahin, damit wir das dann mit unserem eigenen Stahl dann alles bewerkstelligen können, weil dann sparen wir auch erhebliche Kosten. Und so versuchen wir dann bis zum Jahre, naja, 2000 werden wir nicht schaffen. Aber in Zukunft irgendwann auch mal wesentlich klimaneutraler zu werden. Vielleicht im Jahre 2020.
Wir erforschen nämlich schon an den neuesten Energieformen wie Windkraft und Solarkraft. Und da wollen wir mal gucken, wie die sich stabil in unseren Netzen verhalten. Ja. Unsere Atomindustrie hat natürlich auch erhebliche Fortschritte gemacht. Ja, nicht unsere, Entschuldigung, unsere Forschung dazu. Aber es gibt doch erhebliche Bedenken, das in der Tat umzusetzen. Darum forschen wir vehement weiter auch ganz schnell an Solarenergie und Windkraft. So, wir treffen in Pechweg gleich ein. Der Name, der kommt nicht von Unglück, sondern Pech ist das Material, mit dem früher Schiffe abgedichtet wurden, Häuser abgedichtet wurden. Das ist nichts anderes als zähes Rohöl, das auf natürliche Art und Weise an die Erdoberfläche gelangt ist. Und das zeigt eigentlich auf, dass dieser Ort hier schon seit mindestens 1000 Jahren, wenn nicht schon länger, als Rohstoffquelle für eben Pech verwendet wurde oder benutzt wird. Und der Weg hat eben die Bezeichnung Pechweg. Das heißt, wenn du den Weg gehst, kommst du zu den Pechvorkommen. Ja, und somit haben wir die Ortschaftsnamen wie Pechweg, Pechberg, Pechteich, ja, die kommen alle daher. Ja, und dann war es ja auch kein großer Zufall mehr, dass man in der heutigen Zeit dort auch riesige Erdölvorkommen unter der Erde gefunden hat. So, jetzt ist der Winter da. Wer Näheres über den Aufbau dieser ganzen einzelnen Gebiete wissen möchte und wie das gemacht wurde, der kann sich auf YouTube die Serie angucken. Festia, Workers and Resources, die dort auf YouTube veröffentlicht ist. Unter Jofried TV auf YouTube. Den Link findet man hier bei Twitch oder eben einfach mal eine Suchmaschine benutzen und nach YouTube Jofried TV gucken. So, und da kann man sich dann die einzelnen Folgen angucken. Da gibt es auch Titelbeschreibungen zu und was in den Folgen gemacht wurde. Da gibt es Tipps und Tricks und Anregungen, wie man seine eigene Republik gründet, die dann auch schön individuell aussieht. So. Jetzt kommen wir an der Dieseltankstelle wieder vorbei, wo wir vorhin aufgetankt haben. Ich werde auch fast jeden Tag weiter über Festia streamen, beziehungsweise eben auch daran spielen an dieser Karte und das immer weiter ausbauen. Ihr seid herzlichst eingeladen, mir zuzuschauen und auch euch am Chat mit beteiligen zu können, hier nach Tipps und Tricks zu fragen, auch über den Chat. Hier sind ganz tolle User auch mit dabei im Chat, die ebenfalls Tipps und Tricks haben und die auch gerne weitervermitteln. Ihr seid also herzlichst willkommen, an dieser Community hier teilzunehmen. So, jetzt sind wir wieder in Farbindustrie.
Ja, dann wollen wir doch mal gucken, wo wir so mal mitfahren. Ja, von hier aus kommen wir ja kaum weg. Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel den Gefängnisbus, den sogenannten Gefangenenbus. Und mit dem werden wir jetzt mal mitfahren. Ups. Ah, ich verstehe. Da haben wir einen Gefangenenbus. Da fahren wir mal wieder nach Vestia zurück. In Richtung Gefängnis. Strafanstalt. Also unsere Strafen sind nicht sehr hoch eingestellt. Also wir geben jedem Täter die Gelegenheit, sich zu rehabilitieren. Aber ohne Strafe geht es eben auch nicht. Derzeit haben wir ungefähr 10.000 Einwohner in unserer Stadt. Aufgrund der Nebenorte bzw. Erweiterung der Stadt mit den Neubaugebieten befinden sich nicht mehr alle Einwohner, sag ich mal, speziell im Zentrum von Vestia, der Hauptstadt. Und somit werden die auch in diesem Rathaus nicht ordentlich gezählt. Das heißt, es könnte sogar sein, dass wir jetzt mittlerweile an die 12.000 oder 13.000 Einwohner haben. Und wir haben insgesamt immer so um die 100, maximal 120 Strafgefangene. Also vom Verhältnis her geht das. Wir haben auch nur eine Arbeitslosigkeit von, tja, weiß nicht, also wenn man mal so sieht, so bei 10.000 Einwohnern nicht mehr als 100, dann liegt das bei einem Promille. Also 0,1% ist unsere Arbeitslosigkeit. Unser Depot hat Weihnachtsbeleuchtung an. Unser Fahrzeugdepot. Sollen wir noch mal kurz beim Lenin Halt machen? Ja. Und da kommen wir schon in der Strafanstalt an. So, dann werden wir jetzt mal nach Hüttschwanstein fahren. Da gibt es sogar einen Trolleybus, der dahin fährt. Unsere erste elektrifizierte Strecke. Fahren wir da mal zum Hüttschwanstein. Ich glaube, ich habe das irgendwie nicht richtig erwischt. Ich habe die Haltestelle. Dann nehmen wir den nächsten hier.
Also alle Arbeiter, die hier auf dem Püttgelände arbeiten, mit Zementindustrie, Zeche, Verarbeitungsanlagen, also alles bis zur Holzindustrie, die reisen alle mit diesen Elektrobussen an. Ne? Das ist die Hauptlinie. Man sieht da oben schon einen Zug, der da beladen wird mit Ziegeln. Ja, das Beladen dauert auch immer recht lange. Das geht auch nicht schnell. So, ist denn hier gleich mal so ein Zug fertig? Hier wird der Zement aufgeladen per Eisenbahn. Da haben wir zwei Züge, die das gerade bewerkstelligen. Na, der braucht noch. Wie wir sehen, geht das gar nicht so schnell, ne? Obwohl wir hier alle einen Arbeiter haben. Aber der Kies geht uns immer wieder aus. Ja? Das ist das Problem. Wir schaffen es nicht, diese Mengen an Kies hierher zu holen. Und darum werden wir uns auch die nächste Zeit noch drum kümmern müssen. Oh, der Zug ist weg. Den erwischen wir aber noch. So, wir fahren jetzt zu unserem Güterbahnhof am Hafen. Links die Gefangenenanstalt. Dort geradeaus sieht man schon die Eisenbahnbrücke, die dann später zur anderen Seite des Ufers führt, wo wir große Eisen- und Kohlevorkommen gefunden haben. Naja, und dort müssen dann die Arbeiter hin und müssen auch die ganzen Güter über diese Brücken transportiert werden, ja. So, wir fahren jetzt in den Güterbahnhof ein. Jetzt. Hier sind sehr viele Wartegleise. So, die beiden Bahnsteige sind gerade belegt. Die Züge werden abgeladen. Und hier wird auch gerade noch Zement abgeladen. Na, der ist gleich fertig. Können wir direkt mit zurückfahren.
Na, es dauert aber noch.